Im Wochenspruch für die fünfte Woche nach Epiphanias heisst es 1. Korinther 4, 5, und damit möchte ich euch herzlich begrüßen. Der Herr wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Wir werden dieser Frage ein bisschen nachgehen, was ist das Design von Gott? Es gibt ja so viele neue und auch alte Designs, so ein bisschen das Outfit. Das, was er schafft, wird sein Transparenz. Das zeichnet alles aus, was aus seiner Hand kommt. Es ist transparent. Es ist nicht etwas Verborgenes und Verstecktes irgendwo noch drinnen, sondern es ist alles zusammen sichtbar bis auf den Grund. Das ist der Idealzustand, auf den gehen wir zu. Diesen Morgen habe ich ein schönes Erlebnis gemacht, das in das Kapitel hineingeht. Ich war eingeladen im Berner Oberland am Nord in einem Haus zu einer Gebetsgemeinschaft, was so ein bisschen um die Zukunft von diesem Haus ging. Und wir waren dort und die diversen Gebetsanliegen sind zusammengetragen worden. Und dann war es ein ganz zentrales Anliegen, dass das Haus eigentlich noch weniger wichtig ist als die Botschaft, die davon ausgeht. Und dann haben wir uns entschlossen, mal, die werden wir auf Video, auf DVD mehrsprachig aufnehmen. Und gerade als wir den Schluss gefasst und darüber gebetet, ist hinter der Blümlisalb. Man sieht hier ein bisschen einen anderen Ausschnitt, aber dort hat man die Blümlisalb gut gesehen, ist hinter der Blümlisalb die Sonne aufgegangen und hat so wirklich ein sehr warmes, ein sehr deutliches, ein klares Licht in die ganze Stube hineingetragen. Alles war erleuchtet auf einen Klapp, von dem wir gewusst, ja, es ist gut. Es ist etwas, wo Gott sagt, das werde ich in mein Licht eintauchen. Solche Erlebnisse sind schön. Und auch überhaupt die Vision, dass mal alles erleuchtet wird, erfreut jedes Herz. Und trotzdem ist es sehr gewöhnungsbedürftig, sich vorzustellen, wir gehen auf ein Ziel von Gott zu. Das heisst nachher auch für uns, ein Stück Heil wird auf diese Art geschehen. Die ganze Heilung, die ganze Heiligung sogar wird auf dem Weg geschehen, dass es nicht mehr eine Zweiteilung gibt vom Menschen, der zwar äußerlich etwas darstellt, aber innerlich vielleicht ganz anders ist. Es gibt also dann nicht mehr so einen inneren Bereich, wo man noch ein bisschen für sich zurückhalten kann, wo man immer noch ein bisschen denken kann, was man will, sondern es wird dann alles innen und außen an der Oberfläche sichtbar sein. Das ist eben Transparenz von Gott. Das ist für uns sehr gewöhnungsbedürftig. Die Botschaft, das Wort, wo wir jetzt die Woche miteinander überdenken und schauen, wie es anzuwenden ist, das hat eine solche grosse Wichtigkeit oder Priorität, würde man vielleicht heute sagen. Dass sich der Schöpfer hat entschieden am Anfang, als er die Welt hat strukturiert, als er sich alles hat überlegt, wie er es dann auch angattigt, hat er sich gesagt, Menschen sollen das jeden Tag erleben. Genau das, dass alles in Licht eingetaucht wird. Das soll der Mensch, soll die ganze Menschheit immer wieder durchbuchstabieren. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Sie taucht alles in ihr Licht. Natürlich gibt es dann manchmal ein bisschen Bewölkung. Das ist nicht so ein ganz direktes Sonnenlicht. Und trotzdem, es wird alles hell und es gibt ein paar Ausnahmen. Vielleicht am Nord- und Südpol, wo es dann manchmal ein bisschen lange Nacht bleibt. Und trotzdem, das bestätigt nur die Regeln. Und die Folge ist davon, dass kein Mensch auf dieser Welt daran zweifelt, dass die Sonne morgen und übermorgen wieder aufgeht. Das ist allen zusammen klar. Es ist nie eine Angst, da geht die Sonne auf. Jeder weiß es. Und genau so gilt das Wort, das wir jetzt miteinander anschauen. Alles wird am Schluss ins Licht von Gott eintaucht.